Hallöchen, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zum nächsten Video der großen Transportweber 2 Dieseltriebwagenmeisterschaft. Wir fahren heute die Plätze 5 bis 8 aus, quasi die unterlegenen Fahrzeuge aus den beiden Halbfinalläufen, treten heute nochmal gegeneinander an. Ja, und wie gesagt, fahren die Plätze 5 bis 8 aus. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und schauen wollt, wer heute hier die Nase vorn hat. Antreten werden heute die BR Class 166 und die Baureihe 641, genauso wie die Baureihe 642 und die Baureihe 612. Na, der Siemens D-Zero Classic haben wir hier. Sehr, sehr schön. Ja, dreimal Deutschland, einmal Großbritannien. Das ist ein sehr deutsch geprägtes Turnier, oder besser gesagt, ein sehr deutsch geprägtes Turnier ab den beiden Halbfinalläufen. Wir haben ja auch drei deutsche Teilnehmer im Finale mit der Baureihe 650, der 629 und ÖBB, FCU, ALN 776 und dann die beiden deutschen Teilnehmer, die 650 und die 629. Aber hier im Platzierungsrennen ist das Ganze schon sehr, sehr deutsch geprägt. Ja, wir fahren einmal unser altgewohntes Streckchen hier. Das Einzige, was ich noch machen muss, hier hat die Stadt während den, also zwischen den Läufen, quasi die Bahnübergänge wieder zurückgebaut. Muss ich nochmal hinbauen. Machen wir hier hinten auch nochmal, damit uns hier die Rennleitung nicht irgendwie noch am Ende eine Strafe aufdrückt. Das wollen wir natürlich nicht. Zack, so. Die Rennkommission. Okay, nein. Ist natürlich nur so ein kleiner Gag, um auf Kommentare einzugehen. Finde ich immer schön, wenn die Leute auch auf so kleine Gimmicks achten. Kann man immer schön in die Videos einbauen. Okay, auf geht's. Wieder die falsche Maus ausgewählt. Ach, es ist diese Gewohnheit, ne? Wenn ich nicht aufnehme, nehme ich natürlich immer die Gaming-Maus. Und wenn ich aufnehme, nehme ich immer die lautlose. Und da ich ja mehr nicht aufnehme als aufnehme am Tag, habe ich natürlich meist die Gaming-Maus parat, aber okay. Wir starten, setzen wir uns einfach mal hier in die 166er. Ist ja hier der Außenseiter aus Großbritannien quasi, da können wir uns auch mal am Anfang in den reinsetzen. Und ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich wird es spannend. Auf geht's! Ja, hat auch gleich einen super Start, setzt sich hier in die Spitze. Zusammen mit der 642. Die 641 fällt hier so ein bisschen ab. Und auch die 612 so ein bisschen im Hintertreffen. Aber jetzt kommt der Siemens D-Zero. Schafft aber nur 120 km/h. Die British Rail schafft 140, genauso wie die Baureihe 612. Und die anderen beiden Teilnehmer, die 641 und 42, je 120 km/h. Aber in den Halbfinalläufen und auch in der Vorrunde haben wir ja schon gesehen, dass die BR Class 166 doch schon eine längere Standzeit hat, genauso wie die 612. Schauen wir mal, wie das Ganze hier sich am Ende noch ausgehen wird. Ja, schöne Staffelung hier, ne? Aber jetzt dürften dann, genau, jetzt kommt die 166er und auch die 612er, die hat jetzt eh die Innenbahn und kann jetzt hier aufholen. Wird sich hier wahrscheinlich vor dem Bahnhof noch den dritten Platz schnappen. In dem Lauf hier, quasi Platz 7 insgesamt. Ja, schon besser hier, ne? Besser gesichert alles. Da kann nichts passieren. Und so laufen wir dann in den ersten Haltepunkt ein. Der Siemens D-Zero und die 166er quasi gleich auf. Beide gleichzeitig zum Stehen, dann die anderen beiden. Und wer macht sich als erstes wieder auf die Reise? Es ist der Siemens D-Zero, gefolgt von der 612, der 641 und wie ich ja schon sagte, die 166er hier mit bedeutend längerer Standzeit.
Aber ich denke, dass es zum Ende nochmal spannend wird, weil wie gesagt, die 642, die wird natürlich mit 120 km/h dann am Ende, ja, doch wahrscheinlich eingeholt. Aber wir schauen mal. Und jetzt kommt tatsächlich die 641er und wird sich hier wahrscheinlich noch auf den zweiten Platz katapultieren vor dem Haltepunkt. Ja, eben noch auf Platz 4, jetzt auf Platz 2 innerhalb kürzester Zeit. Gar nicht so schlecht, ne? Wunderbar. Übrigens, wer es nicht mitbekommen hat, die Beta für das große Sommer-Update für Transport Fever 2, die startet nächste Woche. Wann genau ist nicht bekannt, aber haltet einfach mal die Augen offen, falls ihr da mitmachen wollt. Einige coole Neuerungen. Aber zurück zum Rennen. Der Siemens Zero jetzt schon wieder auf dem Weg und mit großem Vorsprung. Schon ziemlich großer Vorsprung. Ja, und die British Rail, wie gesagt, hat zwar höheren Topspeed, aber die 612 ja ebenfalls mit 140 km/h. Und da wird, denke ich, definitiv die 166er, die 612er nicht mehr einholen können. Aber vielleicht noch die 641. Und mal gucken, ob die 612 sich noch die 642 schnappt. Schauen wir mal. Ich habe doch gesagt, das war der Zug, mit dem unsere deutsche Fußballnationalmannschaft 1954 aus der Schweiz nach Hause gefahren ist, nach dem Wunder von Bern. Wieder was dazugelernt. Also ich denke mal, Platz 2 ist auf jeden Fall drin. Holt jetzt auf und oh, das wird schon knapp, was Platz 1 angeht. Und auch die 166 holt jetzt auf. Die 612er schnappt sich jetzt hier quasi Platz Nummer 6 im Turnier. Kann sie sich noch Platz 5 schnappen? Schauen wir mal. Ich denke, der Weg ist ein bisschen weit, aber wir haben ja diesmal keine Bremsphase. Wir pacen ja quasi durch bis zur Ziellinie. Und auch die British Rail wird sich wahrscheinlich die 641 noch krallen. Aber was schön in diesem Rennen, wieso die Plätze getauscht haben, ne? 641 mal auf Platz 4, dann auf Platz 2, jetzt wieder auf Platz 4, dann zurück. Und ja, da vorne ist die Ziellinie. Wird das noch was für die 612? Sieger der Herzen quasi dann auf Platz 5. Nein, das wird wohl nicht reichen. Nein, ganz knapp nicht gereicht. Ganz, ganz knapp, aber die British Rail holt sich hier noch Platz Nummer 7. Ja, damit haben wir den Siemens, die Zero Classic, die Baureihe 642 auf Platz 5 im Turnier, die 612 auf Platz Nummer 6, die British Rail Class 166 auf Platz 7 und die Baureihe 641 auf Platz Nummer 8. Sehr genial, hat mir wieder viel Spaß gemacht und ja, das Finalrennen. Denke ich mal, dass ich das bis zum Wochenende hinkriege. Dort fährt die Baureihe 650, die Baureihe 629, die ÖBB 5147 und die, lass mich nicht lügen, muss ich nochmal kurz gucken, die FCU ALN 776 gegeneinander. Und ich hoffe, dass der Finallauf sehr spannend wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich über einen Like natürlich sehr freuen. Gerne auch ja, ein Abonnement, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr und danke sehr, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.